Wenn ich jetzt dort Trampen tue, dann tue ich auch noch gerade Energie produzieren. Und das ist ganz das Spezielle hier an dieser Technologie in dem Gebäude, in dem Nestgebäude von der EMPA. Und ein anderes Beispiel, das sehen wir jetzt, wenn wir uns die Kugel hier anschauen. Hier hinter dieser Kugel hier versteckt sich ein Dampfbad. Und auch das ist nicht einfach ein Dampfbad, sondern eins, das Zukunft hat. All das wird dort getestet, die Technologien. Und zwar, das ist eine Zusammenarbeit zwischen der Privatwirtschaft und der Forschung. Und das passiert unter anderem unter der Leitung vom Vizedirektor von der EMPA, der uns dort oben empfangen tut, Peter Richner. Jetzt haben wir dort unten das spezielle Fitnessstudio, kann man sagen, ein bisschen angeschaut. Warum gehört dem Studio Zukunft? Weil wir das ganz ausschließlich mit erneuerbarer Energie betreiben. Darum haben wir auch Fitnessgeräte, die die Leistung der Benutzer in Form von Strom ins Netz einspeisen, auch wenn das über das Ganze gesehen natürlich nicht wahnsinnig viel beiträgt. Das ist ein Beispiel. Das andere sind dort oben die drei Kugeln hinter uns. Sieht recht futuristisch aus. Hat Saunas drin, Dampfbad. Was ist denn speziell an Nepterform? Was ist so speziell an denen? Das Kernstück dieser Anlage ist eine Wärmepumpe, die Wärme mit sehr gutem Wirkungsgrad von mehr als 100 Grad liefert. Mit der können wir die finnische Sauna betreiben. Und mit der Abwärme aus dieser Sauna können wir nachher das Dampfbad und Biosauna, die bei tieferer Temperatur laufen, betreiben. Und mit der Abwärme von dem können wir sogar noch das Duschwasser machen. Und mit der Abwärme vom Duschen beheizen wir den Raum. Und all das wird wirklich real auch gebraucht von ihren Mitarbeitern, die sich erholen können. Jetzt hat es aber auch hier natürlich Büroräumlichkeit. Und wir haben heute am Nachmittag auch noch ein paar Bilder gemacht, zum Beispiel vom Sitzungszimmer. Wenn wir das jetzt anschauen, dann ist das in der Grün, in der ökologisch angekurt als futuristisch. Ja, aber auch das ist ein Teil der Zukunft. Und die Hochschule Luzern hat sich in 7 Büros zum Ziel gesetzt, das Büro ohne aktive Technologien zu betreiben. Das heisst, ohne aktive Kühlung im Sommer und ohne aktive Heizung im Winter. Wir gehen jetzt in den 2. Winter und wir müssen sagen, wir werden es wahrscheinlich auch dieses Jahr noch nicht ganz schaffen. Aber auch das ist Teil des Nest-Konzepts. Wir setzen uns ein ehrgeiziges Ziel, machen den ersten Wurf und nachher tun die Forschenden zusammen mit der Industrie das kontinuierlich verbessern, bis man ein marktfähiges Produkt hat. Die Forschung geht also weiter. Besten Dank für den Einblick, Peter Richner. Und so wie ich jetzt hier das Nest können besuchen konnte, so gibt es dort täglich Besucher. Im Ganzen, zum Beispiel im letzten Jahr, sind hier 14'000 Personen, die hier ein bisschen einen Einblick gekriegt haben in die Zukunft der Bauwirtschaft.